Willkommen beim Kanalcheck. Heute gucken wir uns Frenchies Erziehungstipps an. Ein Hundekanal der Extraklasse. Ich habe eben schon mal reingeguckt. Total spannend. Und damit ihr auch wisst, wie ich hier im Kanalcheck checke, gibt es hier die kleine Info. So wird gecheckt. Und dann sehen wir uns zum Ersteindruck. Und so wird geprüft. Der erste Eindruck zählt. Ich schaue auf eurem Kanal vorbei und gucke, ob er mir gefällt. Rein optisch. Mehr gar nicht. Danach auf dem Smartphone, wie wirkt der Kanal dort auf mich? Ist der Banner ordentlich zu sehen? Sind die Thumbnails schön zu erkennen? Anschließend gucke ich im Kanal-Trailer vorbei. Gibt es einen? Gibt es keinen? Ist er gut? Ist er schlecht? Hat er Endcards? Hat er nichts? Das werde ich alles feststellen, um dann mit einem Videocheck weiterzumachen. Ich nehme euren letzten Upload und schaue, wie ist das Bild? Wie ist der Ton? Und wie gefällt mir der Inhalt generell? Und wie kommt ihr rüber? Ist alles positiv? Kann man damit was anfangen? Und hat das Ding ja trotzdem keine Views? Schauen wir in der Video-SEO-Check vorbei, der Suchmaschinenoptimierung. Weil nur wenn ihr in der Suche gefunden werdet, bekommt ihr auch Klicks bei YouTube. Anschließend gucken wir noch bei Social Blade vorbei. Dort können wir eure aktuellen Statistiken sehen und eure Zukunftserwartungen. Und ich bin sehr gespannt, wie es da ausschaut. Und zum guten Schluss gibt es meinen Senf obendrauf. Ich sage euch, was ich von eurem Kanal halte, wie ich die Zukunftsaussichten sehe, was meines Erachtens verbesserungswürdig ist. Nochmal schön zusammengefasst. Und dann sind wir auch schon durch. Der erste Eindruck. Ja, auf den ersten Blick würde ich sagen, der Kanal sieht sehr schick und sehr rund aus. Das ist das, was ich als erstes sehen kann. Es gibt einen klaren Kanalbanner oben drüber. Der sagt zwar nicht aus, dass was mit dem Hund zu tun hat. Das wäre die einzige Sache, die ich daran nicht so schön finde, weil diese kleine stilisierte Dogge, die wir hier im kleinen Bildchen drin haben, die könnte man hier oben auch mit reinmachen. Ist es eine Dogge? Habe ich mich sonst vertan? Sag mir mal Bescheid. Mit Hunden kenne ich mich nicht so aus, aber du kannst reinposten. Ich sage einfach, dieser kleine, schöne, stilisierte Hund, Mensch, den könnte man da oben noch so ein bisschen mit einbinden, damit man auch direkt weiß, was für Erziehungstipps es sind, weil ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das erste Mal Erziehungstipps gelesen habe, habe ich gedacht, oh cool, du wirst jetzt Papa, ha, da kriegst du ein paar Tipps, was du machen kannst. Nein, jetzt geht es sich um den Hund. Kann man vielleicht auch anwenden, hier mit positiver und negativer Konditionierung, aber sollte man vielleicht bei Kindern ihn unterlassen, ich weiß es nicht so genau. Aber funktionieren würde es sehr wahrscheinlich. Gut. Schauen wir mal weiter. Also Kanalbanner finde ich schön klar, einfach drüber gehalten. Wie gesagt, kleines Bild vom Hund noch mit rein, fände ich super an der Stelle, damit man da auch ein bisschen mehr direkt sehen kann am Kanalbanner, worum es sich geht. Es gibt einen Kanaltrailer, das finde ich schon mal gut, auch mit einem schönen Thumbnail. Ich finde generell, die Thumbnails sind hier sehr schön gearbeitet, sodass auch der Hund gut rauskommt. Es ist immer so ein bisschen schön aufgebaut und man kann auch hier an den Views sehen, die Views geben ihm recht, ne? Also hier wird ja auch ordentlich mit Views gearbeitet. Hier sind schon 1300 Views drauf und vor 5 Monaten gepostet. Das ist schon ordentlich, ne? Bei 405 Abonnenten. Ich nehme an, die steigen auch täglich. Aber wir gehen mal hier auf die Channelytics, um da mal ein bisschen genauer drauf zu gucken. Channelytics mit dem Tool TubeBuddy könnt ihr hier diese Sachen sehen. Den Link habe ich unten in der Beschreibung. Ist kostenlos, könnt ihr völlig umsonst benutzen. Und zwar für alle Sachen, die ich euch hier zeige. Das Tool kann mehr, man könnte es auch bezahlen, muss aber nicht sein. 80-90% aller Kanäle kommen mit der kostenlosen Version aus. Probiert es einfach mal aus. Das Ding ist super. Ich habe da auch Spaß dran. Und zwar können wir hier nämlich direkt sehen, der Kanal hat schon 12,7k Views, also 12.700 Views gehabt bei 32 Videos. Das ist nun wirklich kein schlechter Schnitt, ne? Das muss man einfach mal sagen. Das sind so 600 Views pro Video, ganz grob. Ich bin heute im Kopfrechnen nicht so gut, aber es kommt in etwa hin. Und in den letzten 30 Tagen gab es 5 neue Videos, also ein bisschen mehr als ein Video pro Woche oder vielleicht sogar genau ein Video pro Woche. Steht ja auch oben drin, jeden Sonntag ein neues Video. Also wird es da sehr wahrscheinlich 5 Wochen gewesen sein in den letzten 30 Tagen, wo es 5 Sonntage gab. Das ist schon mal schön. Und der hat in den letzten 30 Tagen auch 2700 Views knapp gemacht. Das ist ein wirklich sehr, sehr guter Schnitt. Da kann man nicht meckern. Und man kann auch hier wunderschön diese Upload-Tage sehen. Ne? Wenn sie hier durchkommen, so an einem Upload-Tag, dann gibt es ja mal hier 256 Views. Dann gibt es hier an einem Upload-Tag 247 Views. Aber auch da ist so eine Tendenz nach oben zu sehen. Natürlich waren jetzt hier mal ein paar schlechte Tage bei. Ich kann euch verraten, die hatte ich auch. Die waren auch auf dem Computerkumpel als auch auf dem Geburtstagskanal zu sehen. Manchmal ist es einfach so. Es gibt Tage, da wird weniger geguckt bei YouTube. Das ist kein Grund zu verzweifeln, wenn man mal einen Tag nur 10 Views hat. Dann ist es halt dumm gelaufen an diesem Tag.
Aber es geht hier schön nach oben, ne? Man kann das sehen. Die Peaks werden immer ein bisschen größer, wenn ein neues Video gemacht hat. Das heißt, die Abonnenten sind auch aktiv und schauen aktiv auch die Videos. Das alleine ist schon mal ein großer Vorteil. Und du hast schon 405 Abonnenten und ich glaube, da geht noch eine ganze Menge mehr. Wir gucken uns jetzt als erstes mal deinen Kanaltrailer an. Da bin ich total gespannt drauf. Den habe ich nämlich noch nicht gesehen. Und dann machen wir da mal der Kanaltrailer-Check. So, Kanaltrailer haben wir hier. Was steckt hinter Frenchie-Erziehungstipps? Ja, was steckt hinter Frenchie-Erziehungstipps? Mein Name ist Felix, ich bin 35 Jahre alt, ich bin seit Dezember 2018 stolzer Besitzer einer französischen Bulldogge. Oh, es war eine Dogge, ich habe Schwein gehabt. Juhu! Und kommt aus Kuba oder so, keine Ahnung. Ja, das klingt ja erstmal nett, ne? Da hat man hier schon mal so eine kleine Einführung da oben drin und wir schauen jetzt mal, was im Trailer passiert. Der ist 2 Minuten 47 und gucken jetzt mal, wie er aufgebaut ist. Oh, ein bisschen leiser, ich mach mal lauter. Trinkt dabei mal so ein Schlückchen. Ich hoffe, ihr könnt den Ton auch verstehen. Er ist sehr leise. Das wäre so die erste Kritik, die ich habe. Okay, also sieht erstmal sehr nett aus. Ich finde die Kameraführung finde ich gut, ne, dass du da so in der Totalen bist und der Hund im Hintergrund. Auch der Background ist sehr gut gewählt. Auch dass du das alles so erzählst. Leider ist der Ton sehr, sehr leise. Du könntest damit zum kleinen Ansteckmikrofon arbeiten, zum Beispiel. Gibt es bei Amazon, glaube ich, schon für 20 Euro. Mit so Batterie hinten drin kannst du dann mit dem Handy verbinden und da hast du per Funk direkt an die Kamera dran. Wenn es wirklich ins Handy ist und nur so ein Ansteckdingen, dann ja, kostet irgendwie 5 Euro, ist aber auch bei jedem Smartphone sind ja diese Kopfhörer dabei zum Beispiel. Und die haben auch ein eingebautes Mikrofon dran, weil man da als Headset mit telefonieren kann. Und damit kannst du auch wesentlich besser schon mal den Ton aufnehmen, als du das jetzt hast, wenn du jetzt gerade aktuell kein Geld ausgeben willst. Das wäre auch eine Möglichkeit, das damit erstmal auszuprobieren und dann einen kleinen Audio-Recorder runterladen und dann am Schluss nachher mit Shotcut oder anderem Schnittprogramm einfach zusammenfügen. Generell finde ich das sehr schön gemacht, ne? Du erzählst das schön, filmst hier noch so ein bisschen durch die Gegend. Jetzt bist du mal ein bisschen größer, wirst dann lauter. Nee, leider nicht. So, und jetzt kommt. Oh ja, das gefällt mir. So viel gibt Mucke, ne? Der Hund läuft noch so ein bisschen rum. Also der eigentliche Kanaltrailer mit allen Infos geht 1:29. Und jetzt kommen noch so ein paar Schnittbilder hinten dran, was wirklich im Kanal passiert. Das ist sehr gut gewählt, dass es nicht in die Länge gezogen wurde, sondern dass du am Anfang wirklich sagst, was auf deinem Kanal passiert. Dich bedankst, ne, für den Kanaltrailer und dann kommen noch so ein paar Schnittbilder hinten dran. Finde ich sehr, sehr gut gemacht. Nur halt, der Ton ist sehr, sehr schlecht. Kamera, okay. Ton echt ganz, 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 ganz schwer zu verstehen. Gerade mit dem Rauschen noch im Hintergrund. Du bist sehr leise und dann kommst halt da an der Stelle nicht so gut rüber. Aber ein ordentlicher Kanaltrailer ist viel gezeigt worden. Auch von der Art her, wie er gemacht ist, finde ich ihn richtig gut. Es ist halt leider nur der Ton. Aber ansonsten wirklich nett. Wir schauen uns jetzt mal an, wie dein Kanal auf dem Smartphone aussieht, ne? Damit wir hier auch mal so eine Smartphone-Ansicht kriegen. Ich gehe mal hier rüber. Warte, ich kopiere mir erstmal mal hier den Namen, ne? Weil ich ja faul bin und nicht tippen will. Und dann gehen wir zum Smartphone-Check. So, wenn ihr wissen wollt, was das hier für ein Smartphone-Emulator ist, das ist der Nox-App-Player, ne? Den Link packe ich, glaube ich, auch mal unten rein. Und da kann man ganz einfach wie am normalen Handy alles mit angucken. Der Name wird direkt gefunden. Das ist schon mal super, ne? Kein doppelter Name, keine anderen Sachen. Und hier kommen auch direkt deine Videos unten drunter. Und hier kommt auch direkt hier der Kanalcheck zu Frenchies Erziehungstipps. Finde ich gut, dass ich auch direkt unten drunter komme. Vielleicht kriege ich auch mal Zuschauer. Yay! So, Frenchies Erziehungstipps. Wir gehen mal drauf. 31 Videos. Sieht nett aus. Vor allen Dingen passt YouTube ja immer farblich dann diesen Header-Bereich an. Das ganz gut gemacht. Deine Thumbs sind auch mega gut, weil die wirklich richtig gut zu lesen sind, bis auf diese Sachen hier. Die kann ich leider nicht gut lesen, weil die Schrift, die Buchstaben zu nah beieinander sind. Ich sehe bei mir hier nur eine Linie. Die Frage ist, wie es bei euch rüberkommt, ob ihr diesen kleinen Text oben drüber lesen könnt. Sehr wahrscheinlich steht da Frenchies Erziehungstipps. Ich kann es aber nicht genau sagen. Ich kann es nicht lesen. Oh, nee. Ah, da steht einfach nur Erziehungstipps, oder?
Oder was steht da oben? Ich weiß es nicht. Aber ich kann das hier oben nicht lesen. An der Stelle hier zum Beispiel die Erziehungstipps kann ich lesen. Ich finde die Thumbnails aber an sich mega. Also es ist einfach nur dieses kleine Ding, was man hier nicht so lesen kann. Aber der Hund kommt hier mega gut raus. Da steht drauf, was gemacht wird. Das ist halt genau so ein Video, wo ich draufklicken würde, wenn ich jetzt einen Hund hätte. Meine Frau ist leider dagegen, deswegen habe ich keinen Hund. Aber ich habe auch keine Zeit, mich um einen zu kümmern. Das ist nämlich auch das große Problem. Und ja, bei dir ist cool, dass du auch die Arbeit mit dem Hund und auch den Spaß mit dem Hund auch mit anderen teilen möchtest. Das finde ich alleine cool. Und die Thumbnails hier sind mega aufgebaut. Also die finde ich wirklich cool. Und ich glaube auch, die haben eine ganz gute Klickrate. Du hattest mir auch Statistiken geschickt, wenn ich mich recht entsinne. Da gucken wir jetzt gleich drauf, wenn wir bei den SEO-Sachen sind. So. Aber Smartphone, ne, erstmal check, sieht geil aus. Kann man nicht drüber meckern. Kanal wirkt ordentlich. Du hast die einzelnen Themen dann mit unterschiedlichen Farben vielleicht noch hier gemacht, ne? Also ist wirklich nett. Finde ich richtig schön. Gucken wir uns mal das erste Video an. Videocheck. Zack. Und dann machen wir mal das letzte Video, was du hochgeladen hast. Wir gehen mal hier auf Videos. Und meine Top 3 Erziehungstipps ist dein letztes Video. Da gehen wir mal drauf. Ist vor 2 Tagen hochgeladen worden. Hat schon 136 Views. Und man kann ja sehen, je länger die Videos drin bleiben, hier wird so ein bisschen Trainingszusammenfassung. Aber generell werden die Videos hier richtig schön geguckt. Ne? Du kommst immer, wenn die ein bisschen länger drin sind, knackst du auf jeden Fall locker die 200 Views. Das ist schon mal nett. Dann nehmen wir erstmal das hier und gucken da mal Hallo, mein rein. Lieben. Ah, da ist der Ton auf jeden Fall schon ein bisschen besser, ne? Du bist besser zu verstehen. Begrüßt die Leute erstmal, ne? Kommst da so ein bisschen Im rein, mach letzten mal Video weiter. versprochen, machen wir heute das Thema, was würde ich genauso machen in den letzten 1,5 Jahren mit dem Gruber? Oder was würde ich sogar noch mehr machen mit dem Gruber? Das hat mir sehr gut gefallen und das hat mir viel gebracht. Schauen Sie an, nach dem Intro. So, jetzt kommt das Intro. Aha. Da ist das, was wir eben hatten. Meine Top 3 Erziehungstipps. Oh, das finde ich aber schön kurz gehalten, ne? Auch dass der Hund da ankommt und dann, worum es sich nochmal im Video geht, nochmal aufgegriffen. Das ist richtig gut. Und jetzt gucken wir Aber weiter. eins an, den Hund Oh, das ist auch nice. zur Ruhe bringen, den Hund seinen Platz zeigen. Ich habe ein Video dazu gemacht, verlinkt euch in der Infokarte oben. Sehr gut, Für mich Infokarte eingebunden direkt. einfach in den Biergarten zu gehen, ein Bier zu trinken, den Hund abzulegen. Finde ich richtig, Der richtig Platz. nett. Nur halt da ist auch der Ton ist zwar besser als eben, aber der Ton ist auch noch nicht so mega, weil du wirklich den Ton von der Kamera abgreifst und du könntest den Ton wirklich über ein externes Mikro abgreifen. Wieso bin ich eigentlich hier so unscharf hier? Was soll denn das? Ich muss ja hier schwarz machen oder so und dann werde ich auch wieder schärfer oder was? Ja, guck mal. Einmal den Daumen vor die Linse und schon ist man wieder schärfer. Ja, also Video einfach so jetzt mal so am Schnitt muss ich sagen. Oh, anderes Schnittbild, andere Position finde ich gut. Dann ist das noch mit eingeblendet. Wieder eine andere Sitzposition. Oh, das finde ich gut. Also, dass du die Perspektiven wechselst, macht es halt für den Zuschauer auch wesentlich angenehmer, ne? Das ist eine coole Sache. Du kriegst erstmal auch hier einen Daumen nach oben für das Video. Weil ich finde es wirklich gut gemacht. Nur halt der Ton, der ist verständlich. In dem Fall jetzt, ne? Der ist gut zu verstehen. Nur könnte ein bisschen klarer sein an der Stelle und ein bisschen lauter, ne? Weil ich habe hier alles voll aufgedreht bei mir und du kommst immer noch sehr, sehr leise rüber. So, wir blättern nochmal hier bis zum Ende durch. Gucken wir mal, was jetzt hier auch noch eine Endcard, weil die wird mir hier angezeigt. Und dann gucken wir uns die auch nochmal an. Ah, hast du da was zur Endcard gesagt? Das schauen wir uns noch an. Finde ich schön. Ausgeblendet. Ah, das nett gemacht, auch mit den Infos noch mit dabei. Könnte hier ein Stückchen weiter rüber, weil die Videos den Text so ein bisschen verstrecken. Aber man weiß ja, worum es sich geht, ne? Ist YouTube, Instagram und Facebook. Aber wird leider hier abgeschnitten, ne? Das YouTube und das Facebook. Aber ja, gut. Jammern auf hohem Niveau, sage ich mal, ne?
Generell finde ich das Video mega gut gemacht. Wenn der Ton noch ein bisschen besser wäre, wäre es nahezu perfekt. Also dann wüsste ich gar nicht mehr, was ich meckern soll. Dementsprechend bin ich froh, dass du den Ton so ein bisschen versaut hast und kein Ansteckmikro hast. Das ist das Gute an der Sache. Würde mich auch interessieren, was ihr davon haltet. Schreibt mal in den Chat rein. Mega. Aber schönes Video. Doch, finde ich richtig gut. Dann gucken wir uns jetzt mal an, warum dein Video die Zuschauer macht und wo die herkommen. Kommen, weil 143 Zuschauer auf dem Video, was jetzt gerade mal 2 Tage alt ist oder 3 Tage alt ist, ist ja schon kein schlechter Schnitt, gerade für so einen kleinen Kanal. Aber wir können natürlich auch sehen, ob es jetzt über die YouTube-Suche zum Beispiel kommt oder ob es viel von Abonnenten kommt. Ich nehme an, deine Abonnenten sind auch ganz gut aktiv, weil es ja auch so ein Community-Ding ist. Und wir gehen mal zum Video-SEO rüber. Video-Suchmaschinen-Optimierung. So, Video-SEO mit dem Tool TubeBuddy, ne? Den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Wenn ihr euch fragt, was das ist zum Beispiel das, was ich ganz am Anfang hatte mit der Channel-Analyse oder jetzt hier diese Videolytics. Es gibt immer so kleine Ads in YouTube rein, wo ihr gewisse Sachen sehen könnt, wie viele Zuschauer, welche Suchwörter und so weiter, dass ihr das auswerten könnt, auch von anderen Videos, die nicht euch gehören. Zum Beispiel, wenn ihr einen Konkurrenten habt, der annähernd die gleichen Videos macht, aber mehr Views hat, könnt ihr gucken, was macht der anders, warum finden den mehr Leute und warum klicken mehr das Video an. Könnt ihr mit TubeBuddy alles rausfinden, so ein bisschen schauen und ihr könnt auch eure eigenen Videos damit optimieren. Auch dazu gibt es ein Video bei mir im Kanal. Ich glaube, 500 Mal mehr Views mit alten Videos oder so von TubeBuddy. Guckt euch das an, ist cool. So. Wir haben auf jeden Fall TubeBuddy hier offen, ne? 143 Views hat das Video, ein Kommentar, 9 Daumen nach oben, stimmt nicht, sind 10. Ich habe nämlich schon einen dabei gegeben. Ja, erstmal ordentlicher Start, ne? Von vor 3 Tagen kann man nicht meckern, 143 Views, das ist schon ordentlich. Die Daumen nach oben stimmen auch. Von dir werden Videos unten als empfohlen angezeigt und zwar 2 Stück. Und da du die Thumbnails so schön einheitlich gewählt hast und dass sie auch komplett zum Design passen, fallen die natürlich hier auch auf, ne? Das erste kommt direkt. Und dann gucken wir mal hier unten drunter. Da haben wir noch eins von dir, ne? Die tauchen direkt da auf. Und das ist schon mal sehr gut, weil dann können die Leute, wenn sie das eine Video gesehen haben, gleich im nächsten Video weitergehen, obwohl sie nicht in der Playlist sind. Das ist schon mal mega. Dann haben wir hier deine Texterscheinung 13 Mal in Titel und Beschreibung. Hier kann ich schon sehen, dass das hier wirklich schon optimiert ist. Wenn ihr euch fragt, woran ich das sehe, es stehen A, keine einzelnen Wörter großartig da, sondern da stehen Sachen, die man in der Suche eingeben würde. Wie zum Beispiel französische Bulldogge Welpenerziehung. Erziehungsfehler französische Bulldogge, französische Bulldogge Erziehungstipps. Ne? Das kann man hier wunderbar sehen, dass das schon optimiert ist. Und da bin ich gleich mal gespannt, wie da die Suchergebnisse sind und wo du da gefunden wirst. Vorher haben wir aber hier noch diese Best Practice Sachen, die du alle erfüllt hast für die Leute, die neu dabei sind. Best Practice deswegen, YouTube möchte gerne, dass ihr länger Zuschauer auf YouTube haltet, weil nur dann kann YouTube Geld damit verdienen, weil die nur dann Werbung schalten können. Und YouTube hat einfach für sich selber festgelegt, es gibt hier diese Mittel und wer diese Mittel nutzt, der wird bevorzugt auch in der Suche. Und deswegen solltet ihr mal ein hochauflösendes Thumbnail haben. Ein gutes Thumbnail, so wie hier zum Beispiel. Das ist wichtig dafür, damit, wenn euer Video in der Suche gefunden wird, ihr auch angeklickt werdet, weil scheiß Thumbnail klickt keiner drauf. Kennt ihr von euch selber, ne? Ihr sucht auch noch Bildchen am Handy auf, um drauf zu klicken. Dementsprechend Thumbnail ganz wichtig. Infokarten, genauso wie du das hier oben auch gemacht hast, zu sagen, alles klar, ich habe das schon mal im Video zu gemacht, findet ihr oben in der Infokarte, einfach draufklicken. Endscreen ist dazugefügt, wo noch Videos und Abonnieren mit dabei ist. Dann bei Twitter geteilt, bei Facebook geliked, Untertitel hinzugefügt oder automatisch erkannt. Ganz wichtig, bei automatisch erkennen vielleicht nochmal korrigieren. Manchmal ist YouTube da nicht so genau. Und natürlich ein Comment angepinnt, der hier unten drunter steht. Hast du hier auch vorbildlich gemacht, ne? Ich gehe hier nochmal ein bisschen runter. Gefällt euch, was ihr seht, dann lasst doch ein Abo da. Jedes Abo und jeder Like zählt, ne? Finde ich sehr gut, ne? Auch deinen eigenen Kommentar ein Herz gegeben. Und ich kommentiere jetzt mal. Wird gemacht. So, und dann gibt es hier auch eine Antwort von mir. Das heißt, du hast da einen Kommentar mehr und von mir gibt es ein Abo. Ich habe zwar leider keinen Hund, aber ich finde den Hund sehr süß und das heißt, ich werde auf jeden Fall auch mal reingucken. Ja, so ist das. Okay, also Best Practice und dann haben wir gesagt, wir haben hier diese Suchwörter schon drin und wir haben auch hier eine Beschreibung, die ist sehr ausführlich, ne? Das können wir schon sehen. Und das können wir auch schon alleine daran sehen, dass wir hier 13 Mal eine Überschneidung von den Suchwörtern hier, von den Tags, dem Titel und der Beschreibung haben.
Und wenn ich jetzt hier auf Show Search Rankings gehe, sollten mir daneben Zahlen angezeigt werden, da bin ich ganz sicher. Zack, und zwar jede Menge. Und Zahlen bedeuten, an dieser Position, wo da diese Zahl steht, werdet ihr in der Suche gefunden bei YouTube. Jetzt sind die Zahlen hier natürlich nicht so mega hoch, ne? Es sind leider keine Einserzahlen dabei oder im Zehnerbereich, dass ihr direkt auf der ersten Suchseite ohne Scrollen angezeigt werdet. Es ist aber auf jeden Fall schon mal ein guter Anfang und das Video wird ja auch gefunden. Es sind ja Views da. Da kann man natürlich an der Stelle ein bisschen mehr optimieren. Zum Beispiel hast du hier ganz viel die französische Bulldogge oben mit drin stehen. Ja, pack die hier oben auch noch mit in den Titel rein. Sobald die da oben in den Titel drin steht, werden hier die Suchwörter auch noch direkt ein bisschen besser und dann die Sachen hier einfach ein bisschen noch mehr mit aufgreifen. Das heißt, wenn du hier Erziehungsfehler, französische Bulldogge hast, ja, da hast du jetzt zum Beispiel keinen Sucheintrag oder französische Bulldogge Erziehungstipps. Wir nehmen einfach mal diese Phrase hier, wo du auf Platz 24 bist und jetzt ich klick die mal einfach an hier und jetzt können wir hier auch im TubeBuddy sehen, dass er sagt, hey, das ist ein gutes Suchwort, ja, für den Kanal jetzt zum Beispiel. Es gibt keine related Suchbegriffe dazu oder sonst irgendwas. Das Suchaufkommen ist natürlich relativ gering, aber es gibt nur 328 Videos, die Erziehungstipps für französische Bulldoggen haben. Mehr ist es nicht. Es sind nur 328 Videos. Wenn du jetzt schon 30 Videos oder 31 Videos online hast und da überall dieses Keyword mit drin hast, gehören dir von diesen 328 Videos schon 31. Das heißt, deine Konkurrenz ist sehr, 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 sehr gering, gegen die du dich durchsetzen musst. Und dann kannst du, wenn du diese Sachen hier rechts daneben, die du da hast, wirklich nochmal komplett hier in diesen Text mit einarbeiten, ne? Einarbeitest. Und zwar wortgenau, auch in der richtigen Reihenfolge, dann steigst du hier in diesem Ranking von 24 auf 5, 6 oder auf 1 sogar. Da kann man an der Stelle ein bisschen was machen. Und das wirst du auch merken. Man muss sich da leider ein bisschen mit auseinandersetzen. Wie gesagt, manchmal brauche ich bis zu einer Stunde, bis ich die richtigen Keywords gefunden habe. Das gehört genauso zu YouTube dazu, wenn man da Erfolg haben möchte, wie den guten Videoschnitt, den du bereits hast, gute Kamerabild, die Aufwand, die Idee und so weiter. Und danach muss man halt noch jede Menge Zeit investieren, damit man gefunden wird. Du hast hier schon einiges getan, kann aber noch ein bisschen besser aufgegriffen werden. Zumindest würde ich die französische Bulldogge noch mit hier oben reinpacken, dass es nicht nur Hundeerziehung ist, sondern mach da wirklich meine Top 3 Erziehungstipps französische Bulldogge mit rein. Und du hast jetzt hier Hundeerziehung richtig machen. Ja, dann nimm auch dieses alles richtig gemacht in der Hundeerziehung, das, was du hier stehen hast. Ja, das musst du hier unten mit reinnehmen. Das heißt, diese Reihenfolge der Wörter ist halt auch wichtig, damit sie auch richtig mit drin sind und richtig angenommen werden an der Stelle, damit du da besser gefunden wirst. Jetzt gucken wir uns deinen Kanal mal bei Social Blade an, weil das interessiert mich jetzt bahnbrechend, wie da deine Steigerung ist. Du guckst jetzt auch schon längere Zeit bei mir zu und mich würde interessieren, ob ich da was sehen kann. Nee, zurück. Jetzt habe ich hier ausgeschnitten. Ich will auch nur kopieren. Ob wir da was sehen können, ob sich da was getan hat, seitdem du zuguckst, ob Social man das Blade sehen kann Check. hier. Social Blade, auch Link unten in der Beschreibung, ist einfach eine Webseite, kann man Kanalstatistiken von anderen Leuten sehen und auch Zukunftsaussichten und so weiter. Ganz cool. Ne? Machen wir hier mal auf. Und wir können hier auf jeden Fall sehen, deine Views haben sich so im Mittelwert auf jeden Fall gesteigert. Ne? Du hast zwar hier auch so Peaks drin, die da waren, aber hier war eine ganze Phase, wo es dann auch ein bisschen weniger war. Und jetzt kommen hier die Peaks rein, wo du direkt wesentlich höher bist. Das sieht schon mal ganz nett aus. Hier werden auch deine Uploads angezeigt, deine Abonnenten, deine Views insgesamt. Du bist seit Oktober 2019 bei YouTube drin. Und wenn wir jetzt hier so ein bisschen durchschauen, können wir hier sehen, du hast immer an diesen, ja, der zeigt dir immer Montag an, aber es sind immer die Sonntage, ne? Es sind immer die Sonntage, wo du hier wirklich dann diese Peaks drin hast, zumindest zweimal. Und das sieht doch ganz gut aus. Zwei Abonnenten pro Tag dazu gewinnen ist ein richtig guter Schnitt. Im Schnitt bei 105 Zuschauern am Tag. Da geht was. Gucken wir uns mal die detaillierte Statistik an, was sich denn da geändert hat. Da können wir sehen, du warst Anfang April noch so bei 34, 29,
149 Zuschauer, ne, wenn wir uns jetzt mal hier so die ersten Tage ansehen. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, wir nehmen mal hier ab Sonntag, kommen. Wir machen mal ab hier Sonntag, ja, die nehmen wir uns mal, diese hier, das sieht schon mal ganz gut aus. Von Sonntag bis Sonntag ist halt so eine Woche, ne, die da gemacht worden ist. Und wenn wir jetzt im Vergleich die neue Woche dazu nehmen, haben wir da natürlich einen deutlichen Unterschied. Ne. Wenn wir jetzt hier reingehen, der Sonntag ist hier irgendwie rausgefallen, ne, deswegen war am Montag besonders viel. Da steht nur Saturday, da ist der Sonntag raus, hier ist der Sonntag drin, die Views sind am Montag. Aber generell sind die Zuschauerzahlen hier doch schon gestiegen. Also da kann man nicht meckern. Das sieht sehr, sehr schick aus. Gehen wir mal auf die Zukunftsaussichten, was Social Blade denn für dich bereithält. Da bin ich auch mal gespannt. Und wir gucken uns als erstes den Subscriber-Milestone an, nämlich die 1000 Subscriber, weil die wären interessant. Da hat Social Blade natürlich hier noch nicht großartig aktualisiert. Ne? Noch ein Jahr bis 1000 Abonnenten, das glaube ich nicht. Wenn du 2 Abonnenten pro Tag dazu gewinnst, kann man sich ausrechnen, bis zum Ende des Jahres solltest du spätestens durch sein. Das sind dann noch 100 oder 200 Tage oder sonst irgendwas. Und dann wärst du damit fertig, weil du hast ja schon 405 Abonnenten. Genauso wie 54 Tage bis 500. Der hat noch nicht aktualisiert, das ist sehr schade. Aber generell, guck da einfach mal die Tage nochmal drauf. Immer so im Wochenrhythmus kann man da ruhig einmal drauf gucken. Da gibt es meistens aktualisierte Statistiken. Ja. Ich würde sagen, wir gehen mal zum Gesamtfazit über und schauen uns das Ganze hier mal an. Fazit. Und dann haben wir ja Ferchi Erziehungstipps und das machen wir hier mal zu. Nehmen wir nochmal den Gesamtkanal und als Fazit. Also ich würde die süße französische Bulldogge natürlich in den Hieder mit einbauen, ne? Weil das ist ein Eyecatcher, der Hund ist süß. Hunde generell sind sehr interessant und da kann man dann auf jeden Fall mit punkten. Und man weiß direkt, sobald man den Hieder sieht, worum sich drum geht. Natürlich machen das die Thumbnails auch weg, keine Frage. Aber wenn es im Hieder schon mit drin ist, ist es ziemlich cool, weil man es dann direkt erkennen kann. Dann ist das einzige Manko, was ich bei dir wirklich groß sehe, der Ton. Da solltest du was dran tun. Du bist zwar zu verstehen, aber gerade beim Kanaltrailer halt sehr, sehr schwierig, sehr, sehr leise, mit vielen Hintergrundgeräuschen. Deswegen Ansteckmikro, coole Sache. Würde ich machen und bei den Suchtext wirklich noch ein bisschen optimieren, auch die Text mit in den Titel einbinden und zwar den genauen Wortlaut und dann den Text darum basteln, ne, in der Beschreibung und dann gehen auch die Suchpunkte weiter nach oben, dann kommst du nicht auf Platz 24, sondern auf Platz 5 oder 6 und bei deinen Thumbnails, die du hast, die ich wirklich richtig gut finde, steigen dann auch die Zuschauerzahlen ganz schnell. Einziges Manko an den Thumbnails, ich kann hier dieses Pinke hier oben, kann ich nicht lesen an der Stelle. Ich zeige euch das nochmal. Das hier, dieses Pinke, kann ich leider nicht lesen. Im Vergleich dazu haben wir hier, ich kann jetzt nicht so weit runter scrollen, wir gehen mal hier auf die Videos drauf. Und zwar haben wir hier diese anderen Sachen mit Februar, die kann ich lesen, aber dieses Pink kommt einfach auf den Schwarz ganz schlecht durch hier zum Lesen, gerade wenn es hier so lang geschrieben ist. Man kann das Wort einfach nicht entziffern von Weitem. Und ich habe hier halt so ein bisschen Gegenlicht, ne? Das ist halt das Problem an der ganzen Geschichte. Ja, ich hoffe, du bist zufrieden mit deinem Kanalcheck, kannst irgendwas damit anfangen, aber du hast schon so viel umgesetzt. Mich würde interessieren, wie viel also von dem umgesetzt, was ich hier erzähle, oder hast du das schon vorher alles so geil gemacht? Das wäre natürlich noch besser. Aber schauen wir mal an, wir gucken jetzt mal in den Chat hier rein. Da bin ich mal, oh ja, da ist richtig was los gewesen, Mensch, was läuft denn hier? Einmal rüber in den Chat und dann schauen wir mal, was hier gelaufen ist. Zack. Und wo ist mein Chatfenster? Computerkumpel. Da ist mein Chat. Oh, da kommt ganz viel Computerkumpel hier. So. Wenn du mal mit dem Hund Gasse gehen willst, kann ich im Tier nachfahren. Also, so, warte mal, ich muss hier erstmal hochfreuen. So, Claro noch da. Dann werde ich immer noch per E-Mail zuschicken. Perfekt. Dann haben wir, das ist eine französische Bulldogge. Alles klar. Also, ich habe die Dogge aber erkannt. Wir haben ein Rode Richtmikro. Ja, der Ton kommt aber echt scheiße rüber. Das ist natürlich ärgerlich. Wenn du mal mit dem Hund Gassi gehen willst, du kannst dann auch regelmäßig abholen und mit ihm rausgehen. Vielen Dank für die Kanalvorstellung im letzten Video. Ja, total gerne. Hat mir Spaß gemacht. So, was haben wir hier? Ja, die Endcard finde ich auch gut, aber die meisten schauen leider nicht bis zum Ende. Ja, das liegt ein Stück weit am Ton. Das kann ich dir verraten. Kannst du noch mal im Video mit der Reiz angeschaut, das ist mein Meisterwerk an SEO-Optimierung.
Oho, ja, ein Meisterwerk an SEO-Optimierung. Alles klar, das machen wir. Was sind die nächsten Shortcuts-Tutorials? Das weiß ich noch nicht. Ich habe mir das noch nicht überlegt. Wenn du Wünsche hast, schreib die einfach mal hier rein. Ich nehme das alles auf, wenn du irgendwas wissen willst. Dann habe ich da auch Themen. Ich habe jetzt 6 Tage Zeit. Ich habe Frau frei. Ich kann nur YouTube machen. Der Brüller. YouTube machen, Pizza fressen. Yay, yay, yay. Ja, wird ein ganz ungesundes Wochenende für mich. Aber dafür gibt es viele Kanalchecks. So. Ja, na, ich bin quasi ständig, zumindest was die Beschreibung, Titel und Text angeht, aber ja, du machst das super und das hilft super. Das finde ich mega. Wann beantworte ich die Kommentare vom letzten Videostream? Sehr wahrscheinlich heute oder morgen. Also ich habe wirklich jetzt 6 Tage YouTube eingeplant. Wie ein Berserker. Es ist einfach viel. Ne? Man muss einfach viel machen. Ihr stellt das bei mir fest. Diese Streams kosten alleine schon unglaublich viel Zeit. Und dann kommt noch die Nachbearbeitung dazu. Ich schneide die ja mittlerweile nicht mehr, diese 4 Stunden-Dinger, weil es einfach Ewigkeiten dauert. Und manchmal kackt dieses Studio ab und dann ist eine 2 Stunden Arbeit völlig für den Arsch. Deswegen habe ich dann nur noch Timestamps gesetzt und deswegen machen wir auch jetzt hier diese einzelnen Dinger, weil die kann ich besser schreiben. Ja, und die Kommentare werde ich gleich alle beantworten, schätze ich mal. Also heute so im Lauf des Tages werde ich ganz viele Kommentare beantworten. Ich habe einfach noch unglaublich viele Kommentare offen. Ich glaube, ich bin auf den beiden Kanälen von mir jetzt noch so bei knapp 80, 90 Kommentare, die ich noch beantworten muss. Das läppert sich, ich sage es euch. Aber es macht so einen Spaß. So, jetzt gucken wir uns nochmal eben hier dein Premium-SEO-Video an. Ich gehe nochmal zurück hier zu Video-SEO. Und zwar. Schau dir noch das Video mit der Reizangel an. Alles klar. Reizangel, geh hier mal rein. Suchmaschinenoptimierung. So, Video SEO Teil 2. Ne? Wir sollen hier noch ein Video mit einer Reizangel anschauen. So, jetzt mal gucken, wo haben wir die denn hier? Reizangel, Agility, Parcours, Outtakes. Compilation Teil 2. Training, Reizangel. Kann ich hier auf dem Kanal einfach suchen? Ja, komm. Reiz. Angel. Jo, würde ich total gerne gucken, wenn ich das denn finden würde. Wo haben wir denn die Reizangel? Steht da Reizangel? Also, wir haben auf dem Hundeplatz Training Compilation, bei Fuß das Beibringen in 5 Minuten Tricks, wie bringe ich meinen Hund zur Ruhe? Übung mit Reizangel. So, SEO-Meisterwerk habe ich gehört. Da gucken wir nochmal. Erstmal lassen wir hier nochmal kurz durchlaufen. Ich finde dieses Standardding total geil. Ne? Da benutzen so viele diesen Soundtrack, aber ich finde den einfach mega. Die Reizangel. Okay, so, das ist das Meisterwerk in SEO-Optimierung. Dann gehen wir mal hier auf Show Search Results. Ja, mega, läuft. Was soll man sagen? Ja, und da wirst du auch gefunden. Da würde mich mal interessieren, du hast mir Kanalstatistiken geschickt, ne? Ich bin jetzt mal hier, ich muss mal eben noch gucken, das habe ich ganz vergessen. So ist das halt, ne? Oh, da muss ich alles rauscutten hier. Mann, 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 Mann. Frenchie. So, such. Frenchie. Ja, Kanalcheck. So. Zack, gefunden. Und ich mache mir mal hier das Bild größer hier. Kann ich die Grafik auch hier im beeinhalteten Ordner öffnen? So. Grafik kopieren. Und ich mache mir mal die Grafik hier groß hier. Füge mir die mal da ein. Ach, nee, das geht nicht. Grafik speichern unter. Zack. Jetzt weiß ich nicht, wo er sie gespeichert hat. Boah, meine Güte, was ist denn heute bei mir los hier? Da kann ich kotzen, da. Mann, 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 Mann. Wenn die Technik nicht funktioniert, liebe Freunde, ist es manchmal ein großes Problem. Dann guckt auch der Computerkumpel immer ab und zu zur Seite und es sieht dann nicht ganz so doll aus. So, alle Dateien und wir nennen die einfach mal .jpg. So, zack. Und jetzt kann ich mir die aufmachen. Jetzt kann ich mal in deine Grafik reingucken hier. Ich hatte da schon mal reingeschaut, aber irgendwie bin ich da nicht so zugekommen. So, machen wir das mal auf hier mit dem aufmachen.
Und dann gucken wir mal. So, Bulldogger hat keine Lust. Also, erstmal, deine Klickrate ist gar nicht schlecht, ne? Wenn ich mir die hier angucke, so über 5% auf jeden Fall. Ja, so ein paar dabei mit 4,3 und so weiter, aber halt auch eins mit 11,2%. Da ist die Frage, waren da die Sampen jetzt alle immer schon so oder nicht? Die Reizangel hat natürlich hier. Ja, noch nicht ganz so viele Impressionen, aber auch eine gute Klickrate, ne, wenn ich da unten reinschaue. Und wenn ich die Wiedergabezeit in Stunden und Abonnenten, die sie generiert haben, hat die Reizangel auch schon 6 Abonnenten generiert. Also es geht ganz gut, ne? Bei die generieren wirklich auch die Videos ordentlich Abonnenten, dass man das auch sehen kann. Finde ich richtig, richtig gut. Also nett, muss ich ehrlich sagen. Und es ist einfach unglaublich gut optimiert an der Stelle hier, ne? Wenn man das sehen kann, Übung mit der Reizangel, Super Reizangel und so weiter, du kommst da einfach mega rein. Und das liegt auch wirklich daran, dass hier oben auch Reizangel oben drin hast. Reizangel selbst gebaut, Impulskontrolle. Du hast diese passenden Wörter, die halt mit dazu passen, oben im Titel mit aufgenommen, sehr wahrscheinlich in der Beschreibung mit aufgenommen und auch in den Text aufgenommen. Und dann wirst du natürlich mega gefunden. So, jetzt gehen wir nochmal zurück zum Chat und schau mal, was da denn noch gekommen ist hier. Weil hier blättert ja der Chat durch wie Hulle hier, Mensch, da bin ich ja. Ach, Computerkumpel.de. doch. So, was haben wir? Ah, die Thumbnails hast du schon seit längerer Zeit geändert. Hast du denn auch einen Unterschied bei den Thumbnails festgestellt? Das fände ich mega gut. Ah, so. So, was haben wir denn hier noch? So, da sind noch Pizzaburger. Wann beantwortest du die Fragen? Ah, du bist der Hauptkanal von Bena. Hallo Benjamin. Jetzt sag mal trotzdem Bena, ne? Schön, dass du damit gewechselt hast. Ist auch mal nett, dass da auch mal dein anderer Kanal zu sehen ist und nicht nur der Zock-Kanal hier. Ja. So, was dachtest du, wir schaffen mehr? Avocado geht. Gaming, okay. Ja, wenn man zu viel macht, ist es eben zu viel. Ja, man kann nicht alles machen. Ich habe noch so viele Videos hier, die ich auf den Kanal vorher drauf hatte, von Blogs bis Gitarre spielen bis Kochen und so weiter. Ah, da warst du noch nicht fit in Analytics. Du kannst die Analytics ja auch zurückdatieren, ne? Das ist eine geile Möglichkeit, um zu gucken, was da vorher gewesen ist. Das heißt, wenn du in die Analytics reingehst, ne, wir machen das mal eben, wir gehen mal hier auf Video SEO und dann zeige ich dir Suchmaschinenoptimierung. das mal kurz, wenn du hier in die Video Analytics reingehst, ne, wir gehen da einfach mal kurz hin. Da haben wir unsere Analytics. Und wenn ich jetzt hier auf See More gehe, dann habe ich einmal hier die Möglichkeit, die letzten 28 Tage auszuwählen, aber ich kann hier unten unter Kosten, Custom oder Benutzer definiert auch einen Zeitraum festlegen. Das heißt, ich kann hier wirklich einfach auswählen, ne? Mai, kann ich hier rüber gehen. Das geht bis Mai und ich könnte jetzt hier auch den Februar reinmachen. Und dann mache ich das nicht bis zum 5. Mai, sondern bis zum 19.2. Ja, dann habe ich Januar bis Februar. Und dann kann man bei mir hier auch dann diese Statistiken da sehen. Und wenn die Videos dann zu der Zeit da auch schon da gewesen sind, kannst du dann den Vergleich machen, wie ist die Klickrate auf die Impressionen zu der Zeit. Ne? Du siehst ja, meine Top-Videos haben relativ gute Klickraten. Da hatte ich schon Videos, das haben wir jetzt ein bisschen angepasst, aber nicht so extrem, zu dem Vergleich jetzt. Ne? Da kannst du dann einen guten Vergleich machen. Kannst dann auch dann nur die Klickrate vom Dezember nehmen und dann kannst du genau sehen, wie war die Klickrate da und wie war die Klickrate da. Und das Ganze nennt man dann AB-Test. Macht man wirklich, wenn man mehrere Thumbnails ausprobieren möchte, zum Beispiel, um zu schauen, wie die Klickrate ist, würde ich zum Beispiel immer eine Woche lang das Thumbnail machen, eine Woche lang das Thumbnail machen und danach, nach den 14 Tagen, gucke ich mir beide Berichte an und vergleiche die Berichte auf Impressionen, ne, bei den Sachen, die ich geändert habe, Impressionen, Klickrate, Aufrufe, Subscriber und so weiter. Dass du da eine Gegenüberstellung machst und dann kannst du es noch genauer auswerten. Also, ihr seht, man kann mit SEO sehr, 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 sehr viel Zeit verschwenden. Das ist einfach so, macht aber Spaß. Okay, jetzt gehen wir nochmal rüber zur Ansage. Kleiner Exkurs in die YouTube Analytics. Computerkumpel.de. Und jetzt lesen wir nochmal da rein.
Und Dama, was sagt deine Frau zum Geburtstagskanal? Meine Frau findet den Geburtstagskanal mega. Die freut sich da total drauf. So, mit zu viel meinte Hobbykoch, mein Kommentar zu Avocado-Aufstrich. warum habe ich YouTube auf Englisch gestellt? Weil ich einen ganz alten Kanal habe und der war ursprünglich mal komplett auf Englisch. Und wenn ich jetzt meinen Kanal bearbeiten will, muss ich immer wieder auf Englisch klicken, weil ich den sonst nicht bearbeiten kann. Das ist der Grund. Außerdem, ich merke den Unterschied gar nicht. Das ist das Schlimme an der Sache. Dann müsste ich jetzt nur noch wissen, wann du die geändert hast. Da waren es auch viel weniger Abonnenten. Mir gefallen die Thumbnails gut und die werden wohl auch so bleiben. Ja, ich würde die Thumbnails auch behalten. Wie gesagt, mir gefallen die auch mega gut. Also kann ich nichts Negatives drüber sagen. Deswegen, es ist einzig und allein der Ton mehr oder minder. Das war das Einzige, was mich an deinen Videos so ein bisschen gestört hat. Der war zwar gut zu verstehen in den einzelnen Videos, aber auch noch so ein bisschen mit Hall und so weiter, so nicht so wirklich gut. Und mit dem Ansteckmikro geht das halt noch ein bisschen sauberer. Ne? Aber das Jammern auf hohem Niveau. So, wir gehen weiter, liebe Leute. Ich denke, wir sind bei dir fertig mit dem Kanalcheck. Wir können aber auch gleich noch in dem anderen so ein bisschen schreiben. Ja, sehr schön. Das freut mich. Ich kann euch schon mal sagen, in dem Stream hier geht's weiter gleich mit Ghost Nox. Das ist der nächste auf der Liste. Und ja, da freue ich mich drauf. Wir machen jetzt hier noch schnell die Endcard. Die habe ich hier irgendwo hinterlegt, wenn ich meine Endcard finde. Ich muss das nachher noch alles schneiden, aber es geht jetzt wesentlich leichter, weil es keine 4-Stunden-Videos mehr sind. Irre. Also, Endcard und dann sehen wir uns alle im nächsten Stream. Ich brauche 5 Minuten länger, ne? Ich mache noch Zigarettchenpause und dann ist der nächste Stream da. Den Link habt ihr schon mal und jetzt kommt die Endcard. Wenn dir das Video gefallen hat und du auch gern in den Kanalcheck möchtest, findest du unten in der Beschreibung eine kleine Erklärung, wie das geht. Lass auf jeden Fall einen Kommentar, ein Like oder ein Dislike oder sonst irgendwas da. Das würde mich mega freuen. Abonnieren ist auch total geil. Kannst du hier bei dem kleinen Computerkumpel direkt neben mir und links an der Seite oben findest du noch mein neuestes Video, was ich hochgeladen habe und direkt darunter eins, was YouTube dir wirklich empfiehlt. Guck doch einfach mal rein. Mich würde es freuen. Ich bin raus. Dein Computerkumpel.